Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal über inneren Frieden. Ich glaube, es gibt keinen geeigneteren Zeitpunkt als jetzt, um über inneren Frieden zu sprechen. Wenn jeder Mensch auf der Welt seinen inneren Frieden, der seine wahre Essenz ist, entdeckt hätte und leben würde, wäre auch die Welt im Frieden. So ist es natürlich nicht, offensichtlich nicht. Nur Menschen, die innere Konflikte mit sich austragen, sich selbst nicht mögen oder sogar sich selbst hassen, projizieren das auf andere und finden andere Menschen auch schlecht, anders, wertloser oder sonst was. Es geht immer von einem selbst aus. Das eigene verzerrte Bild wird nach außen gespiegelt und dort angegriffen. Das nennt man Projektion in der Psychologie. Und genau deshalb ist es äußerst wichtig, dass jeder vor seiner eigenen Tür kehrt und bei sich selbst anfängt, den inneren Frieden zu entdecken. Wie geht das? Damit das nicht nur eine Worthülse bleibt, habe ich mir überlegt, heute mal eine Übung zu machen, denn irgendwo müssen wir praktisch anfangen. Mir reicht es überhaupt nicht aus, wenn nur darüber gesprochen wird und nichts dazu getan wird. Fangen wir an. Vielleicht kennst du es auch, dass du negative Gedanken in dir trägst, du dir manche Sachen übel nimmst, was du getan hast oder was du unterlassen hast, dass du einen gewissen Schmerz in dir spürst, eine Unzufriedenheit, ein inneres Leid. Und dann, wenn du durch diesen Filter des Egos hindurch in die Welt schaust, ist natürlich das ganze Leben vermindert. Es ist eingeengt, es sieht düsterer aus, es sieht negativer aus, es macht beileibe nicht mehr so viel Spaß, wie es vielleicht mal gemacht hat, als du noch ein kleines, unbekümmertes Kind warst. Ich hoffe, du konntest diese Zeit wenigstens haben. Mit innerem Leid herumzulaufen, schränkt dein Leben immens ein. Es raubt dir das Beste, was du bist. Es raubt dir das Licht, das du bist. Es ist wie ein Trichter, wie ein kleines Loch, durch das große Licht der Welt, das du bist, nur noch scheinen kann. Und das geht so nicht weiter. Wie können wir also anfangen? Ein Mittel von mehreren, mit dem wir heute anfangen, ist Dankbarkeit. Wir machen jetzt eine Übung und ich bitte dich, die Übung genauso mitzumachen, wie ich es dir sage. Also bitte keine Abwandlung davon, keine Gedankenmuster, was der Sinn davon sein soll, nicht kommentieren innerlich, einfach mitmachen. Das heißt nicht, dass der Dirke Recht hat oder Recht haben will. Es soll nur dazu führen, dass du diese Übung mitmachst und selbst dann sehen kannst und merken kannst, ob das hilft oder nicht. Also hab Vertrauen. Los geht's. Beginne jetzt bitte damit, in deinem Inneren Dinge aufzuzählen, für die du dankbar bist. Das können auch die kleinen Dinge des Lebens sein. Es muss nichts überwältigend Großes sein, sondern die kleinen Dinge des Lebens, für die du dankbar bist. Variiere es, also denk dir immer etwas Neues aus, aber mach langsam, du musst also nichts runter tackern im Inneren, sondern fang einfach langsam im Inneren an, aufzuzählen, wofür du dankbar bist. Und es kann auch sich ein bisschen anstrengend anfühlen, das spielt aber keine Rolle. Das ist die kreative Kraft, die jetzt mal gefordert ist. Fange jetzt an, innerlich aufzuzählen, für was du dankbar bist, und ich werde dann irgendwann wieder sprechen und dann geht es weiter. Los geht's. Für was bist du dankbar? Mach das bitte im Inneren still.
Halte deine Augen geschlossen. Höre jetzt mit dem Zählen, mit dem Aufzählen auf und konzentriere dich nur noch auf das Gefühl der Dankbarkeit in deinem Körper. Die Augen sind zu. Fühle das Gefühl der Dankbarkeit ohne weiteren Kommentar. Fühle es richtig. Spüre, dass dieses Gefühl direkt aus deinem Herzen kommt. Das ist die Energie unendlicher Dankbarkeit. Spüre sie. Deine Augen sind zu. Diese Energie, die in deinem Herzen liegt und deinem Herzen entströmt, weitet deine Brust. Deine Brust weitet sich und dein Herz geht auf. Es geht ganz weit auf. Hab Vertrauen. Du spürst, wie sich dir eine schier überwältigende Präsenz nähert, die von einer Kraft des unendlichen Gebens erfüllt ist. Spüre es voll. Habe die Liebe, den Mut und das Vertrauen. Fühle, was an Gefühlen hochkommt. Jetzt hast du Kontakt zu der Quelle hergestellt, die du selbst bist. Die Augen sind immer noch geschlossen. Die Quelle, die du jetzt fühlen kannst, das, was du selbst bist, das eine Sein, ist Liebe. Es ist Dankbarkeit. Es kann auch Trauer sein. Es können Freudentränen sein. Es kann überwältigend sein. In jedem Fall ist es liebevoll. Das ist deine Essenz, das bist du. Spüre es, was du bist. Dankbarkeit. Das fühlen zu können,
In der Intensität, vielleicht zum ersten Mal, löst alle Negativität auf. Jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Hallo. Erinnere dich wieder daran, was du in Wahrheit bist. Du bist genau das. Erinnere dich auch an diese Übung, wenn du Sorgen hast, Selbsthass, negative Gedanken, die ganzen Dinge, die dich quälen. Dann setz dich hin und mache einfach diese Übung wieder, wieder und wieder. Einmal genügt nicht, weil der innere Gegenspieler, das Ego, auch das spirituelle Ego, alles daran setzt, dass das nicht gefühlt werden soll, damit es weiter seine Negativität ausstrahlen kann. Aber diese Übung der Dankbarkeit ist wesentlich stärker als jedes Ego. Es transzendiert alles zur Liebe hin. Also erinnere dich daran, dass du die Liebe bist, fühle es, wisse es und alles wird seinen liebenden Verlauf nehmen, genauso wie es in Wahrheit ist. Das bist du. Wir sehen uns.